In dem Video geht es heute um 1-2-3D-Design. Und da werde ich zeigen, wie man sowas Hübsches hier beziehungsweise das hier herstellt. Okay, später noch mit dem U3D-Drucker, aber wie man sowas entwickelt. Bis gleich. Tag. Dieses Video ist Teil meiner Masterplan-Reihe. Wenn du den Masterplan noch nicht kennst, bitte hier oben klicken. Und wenn du noch nicht weißt, worum es hier bei dem Kanal geht, dann guck dir wenigstens den Kanaltrailer an, denn ich kann ja verstehen, wenn du sagst, okay, 18 Minuten Videos will ich jetzt nicht sehen. Gerade in meiner Art und Weise, wie ich jetzt momentan noch spreche oder die Videos aufgenommen habe. Es ist aber auf jeden Fall sinnvoll zu wissen, worum es hier gehen wird. Gut, gehen wir jetzt erstmal in 1-2-3D-Design hinein. Das ist das Programm hier. Es gibt es leider nicht mehr für umsonst. Das heißt, es gibt es eigentlich gar nicht mehr von Autodesk, was ich schade finde. Aber man kann es immer noch auf heise.de herunterladen. Den Link werde ich in die Beschreibung reinpacken. Und wenn man hier auf Downloads geht, kann man sagen, okay, ich möchte jetzt 32-Bit oder 64-Bit runterladen. Einfach draufklicken, dann kommt hier das Download-Fenster und dann kann man es installieren. Leider nur als feste Installation, leider nicht als Portable-App, aber das Programm ist es wert. Gut, jetzt werde ich mal hingehen und das Teil, was ich euch eben schon mal mit GIMP gezeigt habe, hier reinzeichnen. Ich werde aber jetzt in dem Fall einfach mal ganz normale Primitives nehmen, um zu zeigen, wie es damit funktionieren kann. Gut, nehmen wir es erstmal in der Box. Ich stelle das mal hier hin. So, jetzt habe ich da schon mal eine Box. Das wird jetzt für einen 3D-Drucker, damit man halt weiß, warum ich das jetzt mache. Ich mache hier einen Gardinenstangenaufhänger und der wird halt eben jetzt von mir für den 3D-Drucker vorbereitet. Gut, jetzt klicke ich hier mit links drauf. Und habe dann hier die Möglichkeit, bestimmte Sachen auszuführen, wie zum Beispiel verschieben oder skalieren. Und das will ich jetzt mal machen. Ich möchte das jetzt in der Richtung hier skalieren. Und wer das schon gesehen hat, das andere Objekt war 110 cm breit. So 2 cm lang meine ich, 110 cm lang. Im ersten Teil. So, jetzt habe ich hier einmal 2 cm. Ist das breit genug von der Aufhängung her? Doch, das dürfte breit genug sein. Gut. So, und in der Höhe, ich mache die mal auf 4 cm. Ich packe jetzt die an, ziehe das hier auf 4 cm hoch. Gut, putsch. Erster Block ist fertig. Gut, jetzt will ich natürlich noch hier einen Zylinder reinmachen. Wo ist der Zylinder? Das ist der Zylinder. So, packe ich den mal dahin. So. Angeklickt. Jetzt klicke ich auf Move und drehe den mal um 90 Grad. So 90 Grad. Ich kann jetzt auch hier reintippen 9,0. Also da drin. 9,0. Haben wir um 90 Grad gedreht. So, jetzt hat das Ding natürlich dann eine Fläche. Skalieren wir es mal. Von 2x2x2. Das ist genau das, was ich auch jetzt gerade zufällig brauche, um eben dann meine Gardinenstange darzustellen. Also lasse ich es auch jetzt mal so. Ansonsten hätte ich wieder die Punkte verschieben können. Wäre auch okay gewesen. So, jetzt will ich das verschieben. Jetzt schiebe ich es mal rauf, nach links. Gehe mal hier auf die Front. So, gehe es näher ran. Und ziehe es jetzt mal hier runter. Von mir aus so, dass man sehen kann, hier diese Linie ist jetzt genauso, wie es sein sollte. Ich schiebe es mal ein bisschen nach hinten. Da kann man jetzt sehen, Front geklickt. Ja, ist jetzt genau die Geschichte. So, jetzt schiebe ich das hier hin. Denn das hier werde ich später aus dem Block, der jetzt hier reinkommt, rausschneiden. Gut, da habe ich jetzt meine erste Gardinenstange an der Stelle eingepackt. Jetzt mache ich hier, ich kopiere das einfach Steuerung C, Steuerung V, verschiebe das hier nach rechts, so, daran. Okay, das Steuerung Z, das hier verschiebe ich jetzt nochmal kurz was nach da. Obwohl, ich verschiebe es nicht, ich soll ja auch rausgucken. Machen wir kein Verschieben, machen wir ein Skalieren. Ziehen den Punkt da draußen. Falsch, da. Stumpf. Jetzt guckst du vorne und hinten ein bisschen raus. Sehr schön. Das lassen wir jetzt so. Jetzt will ich das nochmal duplizieren. Steuerung C, Steuerung V. Und der zweite soll ja bei 5 cm sein. Das heißt, das wäre jetzt 1 cm. 2, 3, 4, 5. Da ist die zweite Gardinenstange. So, und dann soll der Block ja hier aufhören. Das mache ich auch mal kurz mit Skalieren.
nehme das Pünktchen hier, schiebe es hier rüber. Jetzt habe ich ja hier dann genau da bündig. Man kann es hier unten sehen, da 70. Und ich will es auf 73 dann haben, dann zeigt genauso ist wie bei dem ausgedruckten Teil. So, sehr schön. Jetzt haben wir das schon mal. Jetzt gehe ich hin und werde mal die beiden Objekte verbinden. Das heißt, ich werde jetzt mal gruppen, also Merge. Das mit dem. Schnupp. Das ist ein Block. Ist schon mal wichtig für mich jetzt. Jetzt gehe ich hin und werde mal aus dem Block die Dinger rausschneiden und sage das, indem ich hier sage Substrakt aus dem das und Return gedrückt. Das mache ich jetzt nochmal, subtrahiere aus dem, ich klicke mal mit links drauf, das Teil, schnupp, jetzt habe ich schon mal die beiden Halter raus. So, jetzt möchte ich diese Linie hier, jetzt klicke ich die einfach mal an, nur die Linie, so, die möchte ich jetzt verschieben. Also ich kann jetzt die tweaken, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier rüberschieben, so wie ich es haben möchte. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof in der Geschichte, obwohl, doch, nee, das ist doch ganz gut so. Doch, das sieht doch gut aus. Das wäre doch schon das, was ich haben möchte. So, jetzt möchte ich noch abrunden. Das heißt, ich kann jetzt hier das Ganze eben dann anpassen. Nee, die nicht, ich will nur die. Ich will die jetzt so runter haben. So. Das sieht doch schon mal nett aus. Und ich glaube, das könnte ich auch schon so lassen. Bin ich schon fertig damit. Wie man sieht, das geht hier viel schneller. Das Ganze. Das lasse ich so. Dann habe ich hier genug Auflagefläche. Und jetzt brauche ich nur noch etwas, was ich hier hin mache, für eine Wand ran, um das dann da reinzuschieben. Gut, ich mache jetzt mal, spaßeshalber, ja genau, dann machen wir nochmal einen Block hier hin. Und mit dem Block, den verschiebe ich mal links. Rein. Den noch was nach links verschieben, noch 1 mm. Dafür sind die Linien hier gut. So, da möchte ich aber auch, dass der Block dann ein bisschen breiter ist als das. So in der Richtung. 2, 3, 4, 5. 5 mm in der Richtung breiter. Auf 5 mm breiter. Die Höhe, er müsste was tiefer sein. 1, 2, 3. 3 mm, das würde reichen, ja. Und in der Höhe müsste er gleich sein. So. Ja, es gefällt mir. So, jetzt werde ich den Block noch was reinschieben. 1, 2, 3. Das sind 3 mm in dem Teil drinnen. So, gut. Dann wird der Block noch was schmaler gemacht, von der Breite her. So, jetzt haben wir hier die Breite. Dann machen wir jetzt 1, 2. Also, jetzt haben wir hier 3 mm. Ich kann es hier draufklicken von mir aus und sagen hier nicht 3, sondern 13. Dann habe ich da 13 mm. Dann macht es aber in der Richtung so. Dann muss ich es halt von der Hand mal verschieben, weil er halt eben dann zentriert das Ganze macht. So, aber so sieht es auch ganz gut aus. Ihr werdet gleich verstehen, was ich da mache. So, jetzt brauche ich noch etwas, was ich dann dort dran setze. Von oben gesehen, mal so, machen wir noch mal einen kleinen Block. So, den Block werde ich auch noch mal verschieben. Und zwar damit er dann wieder bündig ist da. Mit. Und den Block, den schiebe ich mal darüber.